zur Auferstehung haben Gräber eine Tür, die sich zum Himmel hin öffnet. So kann man sagen, liegt in jedem Ende ein neuer Anfang. Der Tod hat nicht das letzte Wort hat Wort. So ist an Zeiten, die zu denken, die wir im Herzen tragen und die wir vermissen. Und es ist Thomas Lager. Vorglüht bereits am 30. Juli 1995 in Ostfriesland. Er kollidierte mit einem Trecker nur 2 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Wir denken an Jürgen Buhn. Verunglückt im Oktober 2010 bei Landau. Und ebenfalls im Oktober 2010 am 17. verunglückt Alfred. Und im Dezember 2010 Andreas Schulz. Und an Gerhard Günther, denken wir, er verstarb im April dieses Jahres. Der war ein ganz neuer Fotografie. Oh,